Ich bin Künstler aus Berlin und mein heutiges Bild war mal wieder so richtig schön zum Haare raufen. Weil ich Bock hatte zu malen, aber eigentlich so gar keinen Plan hatte, was genau ich malen will, dachte ich mir, ich fange einfach erstmal mit einem Porträt an, mal das und guck mal, was ich danach so daraus machen kann. Wie üblich gab es dann natürlich auch hier und da so ein paar kleine Probleme, aber nach ungefähr 2 Tagen Arbeit habe ich es eigentlich ganz gut hingekriegt und war damit zufrieden als Grundlage. So richtig anstrengend wurde es erst im nächsten Schritt, und zwar hatte ich vor geraumer Zeit schon mal ein Bild gemalt mit Honig, und Honigmalen hat irgendwie gebockt und deswegen dachte ich mir, ich mal da auch wieder Honig auf. Beim letzten Mal habe ich wenig Honig gemalt, deswegen dachte ich mir, hier kann ich ja mal ein bisschen mehr Honig malen. Das mit den Tropfen hat sich dann aber doch als schwieriger herausgestellt als ursprünglich gedacht, weswegen ich dann da doch relativ lange dran rumwursteln musste, bis das so aussieht, wie ich wollte, dass es aussieht. Insgesamt habe ich also nochmal 3 Tage nur an dem Honig gesessen. Insgesamt hat es sich aber dennoch gelohnt, denn ich finde, der Honig sieht fast so süß aus wie du.